So, dann erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden mich wahrscheinlich kennen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Stefan Kietz. Ich bin vom DJ Talk. Wir sind eins der größten, oder wir sind mit der größte YouTube-Kanal in Deutschland für Tutorials und Tipps rund ums Thema Auflegen. Und heute in dem Vortrag möchte ich mit euch mal über das Thema Playlisten, Musikauswahl und Musiksortierung sprechen. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns DJs so eigentlich alle irgendwie betrifft. Es ist so eine Hassliebe, zumindest bei mir. Neverending Story, sage ich auch gerne dazu. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne mal so ein bisschen die Frage stellen, wie wichtig ist denn eigentlich die Technik, die Musikauswahl oder das Mixing? Und da habe ich mal direkt die Frage so ein bisschen an euch, wie wichtig glaubt ihr denn, dass die Technik ist für den Kunden? Ja, also Auswahl der Technik, was für PA-Anlage habe ich, was für ein Licht habe ich? Habe ich eine Gigbaru von Chevy DJ oder habe ich eine KLS Laserbar? Was denkt ihr so in Prozent? Wenn ich jetzt einen Kunde, der mich buchen möchte, fragen würde, was ist dir am wichtigsten? Ja, ist das Thema Technik? Wie weit würdest du das einschätzen von Prozenten? Was denkt ihr? Wie viel? 40%, ja, so eine typische DJ-Antwort. Ja. 70% ist Technik, ja? Ist auch so eine ganz typische Detail. Hier schüttelt schon jemand Kopf. Okay, haben wir drei. 20%? Maximal, ja, okay. Auch 20%? Hey, hast du eine Präsentation irgendwie vorher gehabt? Kann das sein? Also tatsächlich ist die Technik dem Kunden erstmal egal. Ja? Die Technik wird für den Kunden dann spannend, wenn sie scheiße ist. Ja, also wenn du hier mit, ich will jetzt keine Marken nennen, weil, ne, aber wenn du jetzt hier mit irgendeiner Marke kommst und ist schlecht eingestellt, das klingt einfach doof, dann ist der Kunde unzufrieden. Aber ansonsten sind 5%, die Technik ausmachen. Ja? Was glaubt ihr denn, wie wichtig das Mixing des DJs ist für die Party, für den Kunden? Schlau Kopf. Na, du mixt nicht, ne? Weil BPM-Studio hier, ein Song nach dem anderen. Was denkt ihr so in Prozenten auch? Boah, jetzt sind alle zugehalten, ne? Ich traue mich nicht mehr zu sagen. Ich löse es auf, ja? Es sind etwa 10%. Ja? Also, das ist schockierend, auch für mich, weil ich leg gern auf, ich mix gern. Kannst du das Bild groß machen von der Präsentation? Das ist groß. Ich sehe was anderes. Ja, nee, das ist okay. Okay, ich wusste nicht, dass ich hier was anderes sehe. Okay, also 10% etwa, da geht es darum, saubere Übergänge zu machen und so weiter. Ich würde sagen, das ist auch so ein Thema, ne, wenn du jetzt einen richtig schlechten DJ hast, der nicht auflegen kann, der ja wirklich eine Minute Pause zwischen den Songs hast, dann verschiebt sich die Gewichtung natürlich. Ja, dann wird irgendwann natürlich auch das Mixing wichtig, weil wenn die eine Minute Pause nach einem Song haben, bis es dann weitergeht, also so eine gefühlte Minute, ne? So 10 Sekunden in der Realität oder vielleicht auch mal 3 Sekunden. Das kann echt so 3 Sekunden, ne? 21, 22, 23. Ich habe schon DJs erlebt, die so auflegen. Das ist echt nicht gut. Dann verschiebt sich das Gleichgewicht. Aber wenn du einen DJ hast, der seinen Job versteht, der gut auflegt, dann ist dem Kunde das eigentlich egal, ob der jetzt gut auflegt oder nicht. Ja? Jetzt kommen wir zum Thema Musikauswahl. Was glaubt ihr denn, wie wichtig die Musikauswahl für eine gute Party ist? Also, dass ich den richtigen Song im richtigen Moment spiele, dass ich Groundreading betreibe, also wirklich mal gucke, wer verhält sich denn gerade wie, dass ich das Publikum wirklich aufnehme. Was glaubt ihr, wie wichtig das ist? 5%? Ist ja ganz einfach, das ist der Rest. Ja. 85% etwa, kann man so ungefähr sagen, macht das aus von einer guten Party. Also wenn ich eine ordentliche Anlage habe, einen DJ habe, der ein bisschen auflegen kann, dann ist die Musikauswahl mit Abstand das Wichtigste am Abend. Und tatsächlich ist das auch die Resonanz, die ich von vielen Kunden bekomme, weil ich habe nicht nur den DJ-Talk, sondern wir haben auch eine große DJ-Agentur mit 30 DJs. Und was ich immer mache, ist die Kunden mal vorher zu befragen und danach zu befragen, was ist euch denn wichtig, was hat euch besonders gut gefallen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das Thema Musik ist tatsächlich immer an erster Stelle.
Die Kunden schreien immer, der DJ ist auf die Musikwünsche eingegangen, der hat ein gutes Gespür für die Gäste gehabt, die Leute haben immer getanzt. Das sind die Dinge, die unseren Kunden wichtig sind. Nicht mit was für einem Controller ich da stehe oder ob ich jetzt ein Live-Mashup mache oder Fingerdrumming oder was weiß ich, wenn du das kannst, ist geil. Ja? Da habe ich immer Respekt davor. Ja? Also gerade Fingerdrumming kann ich selbst ja nicht. Ja? Mega Respekt davor. Aber die Musikauswahl, das ist das, was ausmacht. Und gerade auf dem, was wir machen, wir sind ja hier in der Mobile DJ Area. Ja? Also wir spielen auf Hochzeiten, auf Geburtstagen, auf Filmevents, auf Dorffesten, ja, oder irgendwelchen Bällen, ja, das ist das, was wir machen. Da wollen die Leute Musik hören, die sie kennen, aus dem Radio. Und zwar so, wie sie sie aus dem Radio kennen, ja, und nicht so wie irgendein geiler DJ oder Produzent das nochmal aufgepeppt hat. Ja, es gibt coole Remixe, will ich nichts dazu sagen, sagen wir aber gleich was dazu. Aber das ist das, was die Leute wollen. Ich habe jetzt drei Tipps für euch. Drei wirklich wichtige Tipps, wie ihr es schafft, immer die richtige Musik parat zu haben. Ja? Und der erste Tipp ist tatsächlich, ich will mal nach hinten, ich denke mal, das ist eine Leinwand hier. Der erste wichtige Tipp ist tatsächlich das Thema Musiksortierung. Also wie sortiere ich meine Musik? Das ist A und O. Weil um im richtigen Moment sofort den Song zur Verfügung zu haben, den ich jetzt gerade brauche, brauche ich eine Library, in der ich mich auskenne und eine Sortierung, bei der ich genau weiß, jetzt kann ich das spielen, das spielen, das spielen, das spielen, ja. Da muss einfach eine Struktur drin sein. Wenn ich ohne Planung, Struktur mit meiner Library rausfahre, alles irgendwie kreuz und quer da reingeschissen habe, dann werde ich entweder immer den gleichen Scheiß spielen, kann jetzt auch nicht schlecht sein, aber wird einem selbst irgendwann langweilig, ja? Oder ich versage. Das sind die zwei Optionen. Und gerade in Momenten, in denen ich mal was leisten muss, was ich vielleicht nicht so aus dem FF kann, ja, das kommt ja auch mal vor, wer kennt es nicht, es kommt ein Gast her und wünscht sich plötzlich irgendwie Reggaeton und ich habe vielleicht noch nie was in meinem Leben von Reggaeton gehört oder habe es noch nie gespielt, ja, ist mir auch irgendwann mal vor einigen Jahren so gegangen, ich dachte, was will die jetzt von mir, ja, Reggaeton, ja, okay, guck ich mal, mal Google, dann schon bin ich im Stress. Wenn ich aber alles gut sortiert habe und eine Reggaeton-Playlist habe, mit den, ich sag mal, 50 bis 100 geilsten Songs, die es im Thema Reggaeton halt so gibt, ja, dann werde ich da nicht versagen können. Weil ich werde die Leute damit erreichen. Der nächste wichtige Punkt ist das Thema Wissen und Erfahrung. Ich sag immer, nichts im Leben ist zu ersetzen durch Erfahrung. Je mehr Veranstaltungen ich gespielt habe, desto mehr Veranstaltungen habe ich. Deswegen habe ich auch immer riesen Respekt vor den älteren Kollegen, die sich oft der modernen Technik nicht so öffnen können, leider. Hier haben wir ein anderes Beispiel, du warst, glaube ich, wir haben uns vorhin unterhalten, ne? Du bist voll im Ding drin, ne? Aber die älteren Kollegen, ich sag mal, älter, alles was so 45, 50 ist, ja, ist für mich ja älter, ich bin mit 30 noch sehr jung. Da ist es halt einfach so, dass sie unheimlich viel Erfahrung haben. Und ich kann jedem jungen Kollegen nur raten, sich mit älteren Kollegen zusammenzutun und auszutauschen. Wir können uns gegenseitig helfen. Die alten Kollegen lernen von uns die Technik, die jungen Kollegen, was man in den 70ern gehört hat. Ist doch ganz einfach. Eine Hand wäscht die andere. Zusammenarbeiten. Ja? Das nächste Thema ist Inspiration. Holt euch musikalisch auch immer wieder Inspirationen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja? Ich kann mir Inspiration, was Musik angeht, ja? Wir reden jetzt mal wirklich nur über Musik. Ich kann mir, was das Thema Musik angeht, Inspiration holen, zum Beispiel auf Spotify, Tidal, was weiß ich, ja. Kann da mal Playlisten durchgucken. Seid ein bisschen vorsichtig, weil diese Playlisten, 90er Hitliste oder so, die haben auch viel Müll drin. Ja? Da muss man echt auch ein Gespür dafür haben. Er nimmt die ganze Zeit. Ja, stimmt, stimmt. Also es ist auch viel, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann sich natürlich auch Inspiration von anderen Kollegen holen. Ja? Ich habe immer mal wieder irgendwie Kollegen, die mich fragen, hey Stefan, was spielst du so auf Hochzeiten? Kannst du mir mal eine Playlist schicken oder so, was du mal gespielt hast? Das macht keinen Sinn. Sag ich euch gleich. Weil ihr wisst ja nicht, was da los war. Und ich bin so ein DJ, wenn ich jetzt hier so auf meinem Pult stehe und auflege und spiele gerade AC/DC, und da kommt die Braut zu mir und sagt, hey, Stefan, voll cool mit meinen Mädels, da habe ich immer auf Spice Girls mit Wannabe getanzt.
kannst du es mal spielen? Jetzt wird jeder normale DJ sagen, Gottes Willen, nee, also da brauche ich ein bisschen Zeit, um da hinzukommen. Ja, scheiß drauf, Alter. Das ist die Braut, die zahlt meine Gage. Die kommt hierher, die war den ganzen Tag irgendwo unterwegs bei 1000 Gästen, hat jetzt 10 Minuten Zeit zu tanzen. Also spiele ich den Song. Jetzt, sofort. Sag ich, ja klar, gleich als nächstes kommt Spice Girls mit Wannabe. Da gibt es drei Leute im Raum, die gucken mich ein bisschen komisch an. Ich sag, Wannabe spiel, ja. Dann nehme ich das Mikrofon und sage, hey, für die Braut hier. Ja, alle sind dabei, Party. So. So macht man das, ja? Und wenn du dir jetzt so eine Playlist angucken würdest, würdest du denken, ey, Stefan, da ein Vogel, ich bin da ACDC, Spice Girls mit Wannabe, was stimmt denn mit dem Typ nicht? Ja? Also, du hast halt kein Gefühl für die Veranstaltung. Deswegen macht das meiner Meinung nach wenig Sinn. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist, sich mit Kollegen musikalisch auszutauschen. Hey, was spielst du eigentlich, wenn du Reggaeton spielst? Was sind so drei Songs, wo du sagst, da ist die Tanzfläche immer voll, wenn die Reggaeton hören? Ja? Was sind denn so die drei Songs aus den 90ern? Wenn ich die spiele, geht's immer ab. Ja? Hier, Sing Hallelujah, Wannabe, Backstreet Boys. Ja? Was sind so die Songs, die ihr spielt? Tauscht euch da aus. Holt euch Inspirationen. Schaut euch auch mal über die Schulter. Wenn ihr DJ-Kollegen habt, ja, mit denen ihr gut seid, und ihr sollten eigentlich alle miteinander gut sein, na? Dann fahrt mal mit denen raus. Ich bin am Freitag vielleicht irgendwie mal nicht unterwegs. Dann schreibe ich mal ein paar Kollegen an, hey, bist du unterwegs, kann ich vielleicht mal mit dir mitfahren. Ich helfe dir beim Aufbauen, beim Abbauen. Bleib noch eine Stunde da oder was weiß ich, ja, oder komm mal zwei Stunden vorbei. Ich mache das mit meinen Jungs, ja, die können bei mir jederzeit auch mal mitfahren. Muss man natürlich vorher mit dem Brautpaar, mit dem Kunden abklären, ja, das ist wichtig. Also nicht einfach so die DJ-Kollegen kommen lassen. Aber macht das mal, weil diese Zeit, die ihr da auf so einer Veranstaltung habt, wenn ihr neben anderen Kollegen steht, jedes Mal, wenn ich anderen Kollegen spielen sehe, habe ich neue Inspirationen, wo ich mir denke, boah, geil, wäre ich nie drauf gekommen. Oder, Alter, den Song, den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Habe ich schon 100 Mal gehabt, dieses Erlebnis. Also das sind so drei Tipps, die ich mit auf den Weg geben kann, wo ich sage, das bringt einen wirklich weiter. Jetzt kommen wir mal, oder gibt es da Fragen dazu? Ich rate also durch, weil die Zeit so knapp ist. Habt ihr Fragen? Gut. Wenn nicht, kommt ihr danach zu mir. Ist alles kein Problem. Wie sortiert man denn so seine Musik? Ne? Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Man kann seine Musik zum Beispiel, und es werden wahrscheinlich gar nicht so viele machen, oder macht das irgendjemand, dass er nach Stimmung die Musik sortiert, so nach Energielevel oder sowas machen? Okay. Es gibt eine Möglichkeit, die Musik nach Datum zu sortieren. Ja, also wann ist es erschienen? Ich habe eine 90er-Playlist oder eine 80er-Playlist oder so. Ja. Es gibt die Möglichkeit, die Musik nach dem Ort zu sortieren. Das ist jetzt besonders dann spannend, wenn man halt als Club-DJ unterwegs ist. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Club, wie wahrscheinlich viele andere auch. Habe jedes Wochenende als Resident in 2, 3 Clubs gespielt. Und da hatte ich halt meine Playlisten für die Clubs. Ja, also ich hatte halt eine Playlist fürs CO2, ich hatte eine Playlist fürs Dreieck und so weiter. Hatte ich alles schön in meiner Liste drin, und wenn ich dann im Laden war, dann wusste ich, hey, da spiele ich die Sachen raus, läuft. Ja, da hatte ich da eine Unterordner drin, also eine Playlist drin mit dem Vorprogramm Party und dann ich will nach Hause. Haben wir noch die Möglichkeit, unsere Playlisten oder unsere Musik nach Text zu sortieren. Das ist so besonders stark, ich will jetzt auch mal so ein bisschen in die Richtung Musik-Software oder DJ-Software gehen. Besonders stark die Kollegen da drüben von Pioneer mit Recordbox, der echt viele Möglichkeiten, eigenen Text auch zu erstellen. Und danach kann man natürlich auch Playlisten erstellen. Wie man das genau macht, komme ich auch noch gleich dazu. Dann habe ich die Möglichkeit, und das wird wahrscheinlich machen die meisten, oder? Man macht Musiksortierung nach Genre. Mal ganz viel Kopfnicken, Leute. Und dann gibt es noch diese Möglichkeit, automatisiert sortiert, oder macht jemand von euch automatisierte Playlisten? Keiner. Also mit automatisiert, um das mal so ein bisschen ins Detail zu bringen. Es gibt ja die Möglichkeit, Playlisten zu erstellen, also intelligente Playlisten, gibt es bei Rapperbox, bei Virtual DJ, das gibt es bei Serato, das gibt es bald, vielleicht, ich weiß es noch nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen, auch bei Engine DJ. Da kann ich einstellen, also ich erstelle eine Playlist ganz normal, und dann sage ich, hey, mach mir in die Playlist bitte alle Songs rein, die in dem Jahr 1991 veröffentlicht wurden und aus dem Genre Eurodance sind, zum Beispiel. Und ich kann auch sagen, mach alle Songs da rein, die aus dem Jahr 1990 bis 99 kommen und dann aus dem Genre Eurodance oder Hip-Hop oder irgendwas anderes.
Und so wird auch, wenn ich meine Tags pflege, und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, ja, also die ID-Try-Tags, seht ihr meinen Begriff? ID, ja, okay. Wenn ich die ordentlich pflege und da also meine Veröffentlichungsjahre, gut, das Album ist jetzt für mich nicht so wichtig, aber das Jahr der Veröffentlichung ist sehr wichtig, und dass ich das Genre auch da reinschreibe, finde ich sehr, sehr wichtig. Sollte man auf jeden Fall tun, und dann müsste ich mir auch selbst mal hier eigene Nase ziehen, sagt man ja, dass ich das ordentlicher mache. Weil wenn ich das mache, dann kann ich diese automatisierten Playlisten auch nutzen, und dann funktioniert es echt gut. Ja, weil ich muss nie wieder eine Playlist sortieren oder mich da hinsetzen, sobald ich dem Song den jeweiligen Tag gegeben habe oder das Genre richtig eingetragen habe, wird er automatisch in die Playlist reingezogen. Und das ist der Weg, wo man eigentlich hin sollte, weil dann hat man weniger Arbeit und mehr Zeit, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Ich habe noch eine wichtige Sache. Es gibt ja Playlisten und es gibt Setlisten. Und das Thema Playlist ist sowas, ich habe das jetzt mal genauso hingeschrieben, wie es eigentlich auch ist. Normale Menschen, ja, sehen das als Liste. Eine Playlist ist eine Liste, die ich von oben nach unten so abspiele. Ja, also Tim Light, 2, 3, 4, 5, so bis in der Liste, das spiele ich das ab. Das habe ich auch bei Spotify so, das habe ich bei Tidal so, das habe ich in allen Konsumentenprogrammen so drin. Eine Playlist ist eine Liste, die von oben nach unten abläuft. In DJ-Software heißen diese Listen, die wir haben, auch Playlisten. Aber das sind eigentlich keine Playlisten. Also für einen Normalsterblichen wäre das einfach eine Sammlung, eine Musiksammlung und keine Playlist. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil diese Listen, die wir anlegen, so, die sind ja keine Listen, die wir so abspielen. Das heißt, wenn ich eine 90er Playlist habe, dann spiele ich ja nicht unbedingt die Liste von oben nach unten so ab. Ich hoffe, das macht niemand von euch. Könnte ich auf Spotify laufen lassen, aber wir sollten ja eigentlich unser Publikum lesen, auf das Publikum eingehen und dann auch mal nach 3-4 Songs, wenn ich merke, oh, die Tanzfläche dünnt sich ein bisschen aus, mal wieder einen Wechsel reinmachen und nicht dann stupide die Liste abspielen von oben nach unten. Für uns DJs gibt es dafür aber Setlisten. Eine Setliste ist jetzt sowas, das würde ich von 1 nach 10 oder 100, wie auch immer, genauso abspielen. Das heißt, das ist eine Liste, die ich mir als DJ vorbereite, die vielleicht sortiert ist nach Key, also harmonisch sortiert ist, nach Energie, bei der die BPM auch übereinstimmt, ja, also dass ich jetzt nicht gerade Sprünge drin habe von 80 auf 150, sondern nur auf 140. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, das sind Setlisten. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft verwechselt wird, und wir haben ja mit DJ-Playlisten.de haben wir ja sowohl DJ-Playlisten, die wir verkaufen, als auch Setlisten, und sehr, sehr häufig verwechseln die Leute so ein bisschen und schreiben mir dann eine Nachricht: Hey Stefan, ich habe deine Playlist gespielt, aber ich würde ja niemals das nach dem, und es hat ja irgendwie ist das alles gar nicht sortiert, das ist irgendwie alles nach Artist sortiert und nicht nach, wie man es abspielt. Ja, also da ein bisschen aufpassen. Gut, kommen wir mal zu Rekordbox. Mag man kaum glauben, aber es gibt eine Funktion in Rekordbox, die ich, seitdem ich das Teil hier nutze, echt vermisse. Ist jemand von euch dabei, der Rekordbox nutzt? Einmal Hand hoch bitte. 1, 2. So wenige? Was ist denn los bei den Kollegen da? Machen wir mal eine Umfrage. Wer nutzt der Rato? 1, 2, okay. Ja, Serato. Virtual DJ? Ah, gibt's auch noch? Okay, was haben wir noch? DJ Pro? Oh, krass. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So coole Software. Wird total unterschätzt. Was haben wir noch? Trackdoor, gibt's das auch noch? Das wäre dann das Thema älterer Kollege, ne? Da müssen wir mal anfangen, hier ranzuführen. Ne? Okay, habe ich noch was vergessen? Es gibt noch Ultramixer. Nutzt das jemand? BPM Studio? Okay. Gut, aber Rekordbox, also die Rekordbox-Leute, gut aufpassen, wenn ihr es nicht schon kennt. Kennt ihr die Match-Funktion in Rekordbox? Match? Kennst du? Geil. Die anderen? Bewassern? Nee, so halb. Okay, ich erkläre es mal ganz kurz, ich habe extra einen Screenshot gemacht. Dieses Symbol, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Dieses Symbol findet ihr zwischen den Wavelines in Deck 1 und Deck 2 in Rekordbox. Also wirklich genau in der Mitte dazwischen. Und wenn ihr auf dieses Symbol draufklickt, wird es, ich glaube, blau. Blau? Ja, blau.
Und dann habt ihr den Song quasi in Rekordbox verknüpft. Ja, also ihr habt Rekordbox gesagt, hey, ich spiele jetzt Spice Girls mit Wannabe, um da mal zu bleiben. Ja? Und danach habe ich Backstreet Boys gespielt mit Everybody. Ja, sehr gut. Und dann weiß ich einfach, der Song, das passt super. Ja, das kann ich immer zusammenspielen. Und jetzt ist es uns bestimmt allen schon mal irgendwie passiert, dass wir irgendwo standen, hinterm Deck hier, stehen dran, hab Spice Girls laufen und denk so, fuck, was war denn der Song noch? Hier ist denn nochmal Scheiße, Alter. Was habe ich denn danach gespielt? Es gibt diesen einen Moment, wo du einfach auf dem Schlauch stehst. Und die Match-Funktion holt dich da raus. Weil wenn du den Song einmal gematcht hast, dann kannst du dir rechts in der Leiste, also in der Rekordbox, auf diese zwei Punkte, also ich hoffe, man kann das so ein bisschen auf dem Monitor sehen, diese zwei blauen Punkte. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf so eine Vorschlagliste, die ist standardmäßig meistens eingestellt auf BPM und Key oder was weiß ich was. Und wenn ihr dann in die Einstellung, mit so oben drüber so ein Einstellungssymbol draufklickt, dann könnt ihr Match auswählen, einfach alle anderen Haken wegmachen und dann kriegt ihr da immer die Songs angezeigt, die zu diesem Song passen, die ihr gerade im Masterdeck habt. Ist für mich eine der geilsten Funktionen ever. Ja, vermisse ich halt, ne? Ist so. Das so zum Thema Rekordbox. Jetzt gibt es noch so zwei andere Tools, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Die sind beide relativ ähnlich. Hört man schon lauter hin, ne? ihr könnt mich aber noch hören, oder? Gut. Lexikon DJ, kennt das jemand von euch? Einmal Handpunkt bitte. Lexikon DJ. Oh geil, da kann ich euch voll was Neues erzählen. Geil, freue ich mich. Wird es demnächst auch eine Tutorial-Reihe drüber geben bei uns auf dem YouTube-Kanal, also auf jeden Fall mal abonnieren. Lexikon DJ ermöglicht es euch, A, eure Musik-Library zu verschiedenen Musik-Softwaren, also DJ-Softwaren zu synchronisieren. Also ihr könnt quasi mit Lexikon DJ eure Library komplett fliegen. Ihr fliegt eure Library dann zukünftig nicht mehr in Rekordbox oder in Vector oder in Virtual DJ oder whatever. Ihr fliegt eure Musiklibrary zukünftig ausschließlich in Lexikon DJ. Da gibt es auch automatische Playlisten und so. Diese Software hat aber noch ein paar Specials. Ich kann damit nämlich zum Beispiel auch meine Tags aufräumen. Und man sieht es vielleicht so ein bisschen in dem Video. Ich glaube, es läuft gar nicht, ne? Jetzt läuft's. Okay. Ich habe jetzt hier, es läuft jetzt, müsste jetzt eigentlich im Loop immer ablaufen, damit ihr das mitkriegt auch. Ich habe jetzt hier zwei Songs, ja, die in dem Genre, die von AC/DC sind. Und ihr kennt das ja alle, ne? Du lädst einen Song runter bei iTunes, bei Amazon, bei Manuel, was auch immer. Und merkst dann, du schickst die einen, schreiben AC/DC mit AC, dann Leerzeichen, dann Schrägstrich, dann DC. Die anderen schreiben nur mit Leerzeichen, die anderen schreiben wieder, keine Ahnung, alles zusammen. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen blöd, wenn ich jetzt in meiner Musiksoftware unterwegs bin und suche nach einem Interpreten, kriege ich unter Umständen vielleicht nicht alle Songs angezeigt, weil sie einfach unterschiedlich getaggt sind. Das sind ja unterschiedliche Artist-Tags. Und die Software ermöglicht es mir, einfach das auf einen Blick erstmal zu sehen, ja, was habe ich denn überhaupt für Künstler hier in meiner Library drin, dann hinzugehen, die anzuklicken und zu sagen, hey, benenn mir bitte alle, die von den Künstlern sind, in so, dass es so ist. Dann macht er das einheitlich. Das ist so eine Funktion. Die Software hat aber auch die Funktion, zum Beispiel die Jahreszahl sich zu holen. Ne? Oft habe ich ja die Veröffentlichungsdaten von dem Song nicht im Tag drin. Funktioniert hier auch mehr oder weniger zuverlässig. Also ich habe auch schon ein paar Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, okay, das stimmt jetzt nicht, aber so in den meisten Fällen passt das eigentlich ganz gut. Und es gibt noch viel, viel mehr Funktionen, also das Korrigieren der Genre-Tags zum Beispiel, das ist ja auch so ein Thema, ne? Was die Stores alle rein, also was die da alles erfinden, das ist irre, ja, was ich schon gesehen habe. Also diese Software ist wirklich eine riesen Erleichterung, was das Thema Textpflegen angeht, Musiklibrary pflegen, aber auch Duplikate finden und pflegen und löschen und in Quarantäne, also in so ein Archiv, wo es dann ins Archiv erstmal gesetzt wird, dass nicht gleich alles weg ist, sondern du einfach die Sicherheit hast, es nochmal zu holen. Lexikon DJ hat auch die Möglichkeit, dass man damit ein Backup macht von seiner Library.
heißt, du kannst entweder in Dropbox oder in die Cloud oder auf die Festplatte, wie auch immer, kannst du dir ein Backup machen über Lexicon DJ, was ich auch eine sehr, sehr coole Sache finde. Also das ist so ein Tool, was ich gerne empfehle. Und da gibt es jetzt gleich noch ein zweites Tool hinterher. Das Tool heißt Mixo, ist übrigens seit heute überhaupt erst verfügbar. Also ist jetzt ganz neu, deswegen frage ich auch gar nicht, ob ihr es kennt. Mixo ist im Prinzip genau das gleiche wie Lexicon, nur günstiger. Also Lexicon kostet Geld, das habe ich vergessen zu sagen. Ne? Kostet irgendwie 15 Euro im Monat, 15 Dollar im Monat. Muss man aber auch nicht unbedingt dauerhaft nutzen, sondern man kann ja diese Funktion alle nutzen, einmal im Monat lang die Library mal aufräumen und dann kündigt man das wieder. Ne? Bei Mixo ist es anders, kostet 7 Euro im Monat. Und da habe ich halt, das sieht man jetzt hier auch noch gleich, auch noch die Möglichkeit, meine Musik-Library zwischen verschiedenen Systemen zu synchronisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier Windows-Rechner, Mac habe und Linux-Rechner habe, kann ich meine Musik zwischen diesen Plattformen quasi ohne Probleme synchronisieren, sodass ich auf jedem Gerät quasi meine Library zur Verfügung habe. Es gibt eine App dafür, ich muss jetzt dazu sagen, das habe ich noch nicht getestet, weil wie gesagt, wird heute erst released. So ein kleines Ding, da habe ich einen Pressekick bekommen vor 2-3 Wochen, aber leider keinen Zugang. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, solltet ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Gerade, weil ich habe mir gedacht, wenn ich euch jetzt Lexicon zeige und aber davon schon weiß, ist ein bisschen doof, ich zeige euch das jetzt einfach auch, dass es gibt. Probiert es mal aus, schaut es euch an, vergleicht es und wählt für euch dann, wenn es überhaupt spannend ist, das jeweils passende. Gut, dann haben wir ja über Playlisten und so weiter gesprochen. Ganz kurz noch, wir haben ja diesen Shop, ihr habt alle im schon alle weg, die Taschen. Okay, also wir haben solche Taschen hingelegt. Das sind so Rabattcodes drin für unseren Store, für den DJ Talk Store, aber auch für den DJ Playlisten Store. Da könnt ihr euch Playlisten auch kaufen, so einen kleinen Taler. Und da sind Playlisten drin, die wirklich nur Hits beinhalten. Also das sind nämlich jetzt gerade so eine Reggaeton-Liste, ja, wo du dann einfach so 30, 40, 50 Songs drin hast, die halt wirklich nur Hits sind. Und ich erkläre euch jetzt auch mal, das habe ich eigentlich so noch nie irgendwie erzählt, wie diese Playlisten entstehen. Diese Playlisten machen wir in der Truppe. Also das mache ich einfach nur nicht, weil ich bin auch nicht derjenige, der alles weiß. Ja? Ich bin nur derjenige, der es weiter plappert. Wir erstellen die wirklich in der Gruppe, ne? Oft sind da auch, also Tobi ist jetzt leider nicht da, aus dem DJ-Talk-Team, der ist noch dabei. Olli, hast du auch schon mal Plays mitgemacht? Ja, der hat es auch schon mal. Also wir haben da halt immer, wir sprechen uns da ab, jeder schaut da auch mal drüber. Und das ist wirklich so ein Konstrukt, was dann halt von vielen DJs erstellt wird. Und wo dann Martin und ich wirklich gemeinsam am Ende nochmal drüber schauen. Meistens sind da so 150, 160 Titel drin. Und dann schmeißen wir nochmal so den restlichen Scheiß alles raus. Ja? Also das, was von den 160 Titeln nicht gut ist, das hauen wir dann alles raus, dass wirklich nur noch die Hits am Ende drin sind. Und ich gebe das auch ungern zu. Aber auch meine Partys sind dadurch besser geworden. Das ist echt verrückt, ich hätte es nie geglaubt. Ich habe die auch selbst lange nicht benutzt, diese Playlist, und dann die erstellt. Mein sortiertes Chaos da weitergeführt. Und irgendwann habe ich mir während Corona dann die Zeit genommen, meine Library mal ein bisschen aufzuräumen, habe diese Playlisten eingefügt und dann plötzlich gemerkt, oh krass, scheiße, das hätte ich vielleicht mal ein bisschen früher machen sollen, weil auch meine Partys dadurch besser wurden. Ja, alleine schon auch diese Gespräche auch mit mehreren DJs, was man denn so spielen kann. Also deswegen auch ist das mein wichtigster Tipp eigentlich, ne, von vorhin. Unterhaltet euch, shared eure Kompetenzen. Es ist nicht so, dass man riesen Konkurrenz oder so hat. Ja? Es gibt genug Kunden für uns alle. Da draußen sind genug Leute, die Partys feiern wollen. Also brauchen wir uns wirklich keine Gedanken zu machen. Das ist kein Problem. Gut, dann bin ich auch durch für heute. Um